Okay, es wird nix und damit hallo allerseits. Und willkommen zurück bei der Beta von Ghost Recon Wildlands. Ich brauche mein dickes Geländefahrzeug aus Folge 1 wieder. Da hinten ist noch ein Fahrzeug, da sind mehrere. Ich könnte auch den Heli wieder nehmen. Oh, Heli bei Nacht? Ja, okay, nehme ich. Oh, also das Geländemotorrad, das ist ja für ein Popo. Da war das Auto wirklich besser, das konnte nämlich über jeden Felsen drüber fahren. Oh, also, boah, die Motorradsteuerung ist echt nicht meins. Motorräder in Spielen sind sowieso nicht meins und ich weiß, glaube ich, warum. Was war lila? Rot Kartell, lila Unidad, oder? Der kommt hier gar nicht hoch, was ist denn das? Scheiß Ding. Oh, da war wieder jemand. Ich hab das Licht aus. Geh. Puh. Oh Gott, eine Kakteen. Dann kommt mal alle mit. Wir fliegen Heli. Mit Licht. Okay, das Licht muss man erst extra ausmachen. So, und da sind sie wieder. Na dann, auf in die Lüfte. Und ich flieg wieder. Oh, da gibt's sogar das Licht im Cockpit an. Cool. Gibt's hier eine Cockpit-Perspektive? Mann, ich darf überhaupt nicht mehr fahren. Nur wegen dem Einmal. Cool. Wow. Hier oben bringt der Scheinwerfer nix. Dann machen wir das Ding aus. Ach ja, wir können uns jetzt selbst unsere Ziele aussuchen. Das war ja bloß die erste Mission, also. Wichtige Aufklärungsdaten. Aufklärungsdaten. Wir sind aktuell da oben. Da gibt es einen Heli von Unidads. Aufklärungsdaten. Story-Einsatz. Flamme der Rebellion. Itakua. Die Rebellenbewegung Itakua steht ziemlich schlecht da. Und Pakatari benötigt unsere Hilfe. Je mehr wir ihn unterstützen, desto mehr Hilfe können wir von ihm in Zukunft erwarten. Pakataris Rebellenbewegung steht kurz vor dem Aus. Wenn wir das Blatt wenden, können wir später auf seine Unterstützung zählen. Wie kann man sich einen Wegpunkt setzen? Zoom, anvisieren, abwählen. Pakataris Rebellenbewegung steht kurz vor dem Aus. Wenn wir das Blatt wenden, können wir später auf seine Unterstützung zählen. Reicht mir schon die Markierung da hinten. Brauche jetzt keinen... Ah, ich fliege ja gerade. Deswegen berechnet er mir keine Route. Ich muss wieder in Höhe gewinnen. Ich kann... Oppala! Nein! Ich kann nicht gleichzeitig an Höhe gewinnen und geradeaus fliegen. Ich glaube, das wurde mir auch in Anführungszeichen gesagt. Scheiße. Nein! Oh, jetzt sind wir hier mitten in der Pampa, hä? Gut, das sind wir sowieso, aber... Oh, wo ist denn hier die nächste Straße? Direkt hinter uns. Kommt mal mit, Leute. Wobei, bin ja sonst eher nicht unbedingt der Freund von Schnellreisen, aber das ist jetzt so weit weg, von daher... Das war mittlere Maustaste, oder? Ach nee, mittlere Maustaste ist was anderes. Video abspielen. Vier Personen waren anwesend, als DEA-Agent Ricky Sandoval ermordet wurde. El Sueño, der Kopf des Santa Blanca-Kartells. Ricky. Und dann auch noch La Jury und El Polito. Jury und Polito lernten sich in einer Staatsklinik in Chiapas kennen, wo El Polito Assistenzarzt war und wo La Jury Schwester war. Es war Liebe auf den ersten Blick. Von Anfang an waren sie unzertrennlich. Eine Liebe wie im Bilderbuch. Dann landete ein Buchon namens La Plaga bei ihnen in der Notaufnahme, schwer angeschossen. Eine Weile stand es auf der Kippe, aber schließlich retteten sie ihm das Leben. La Plaga war dankbar, machte ihnen Geschenke, Einladungen zu den exklusivsten Partys, sogar ein neues Auto. Ein Ford Fiesta. Machte La Plaga sie zum persönlichen medizinischen Stab des Santa Blanca-Kartells. Doch das war nicht ihr Hauptjob. Jury und Polito kennen den menschlichen Körper. Sie wissen, wie viel Schmerz jemand erträgt, bevor er stirbt. Sie können eine Person wach und am Leben halten, damit sie den Schmerz spürt.
Und vor allem wissen sie, wie man Schmerzen zufügt. Das tun sie in der Provinz Itaqua. Wenn Santa Blanca jemanden hat, der nicht reden will, bringen La Judy und El Polito ihn dazu. Sie brechen Menschen. Wie gesagt, 4 Personen waren anwesend, als Ricky Sandoval ermordet wurde. Suenio, Ricky, Judy und Polito. Sie hielten Ricky am Leben, während Suenio ihn folterte. Nonstop. 47 Stunden lang. Sie brachen Ricky Sandoval. Dann erschoss Suenio ihn. Die Schweine, aber cool gemacht. Gefällt mir, aber mir gefällt nicht, was dieses schöne Paar da macht. Und wie kann ich jetzt schnell reisen? Das war doch mal möglich. Oder geht das nur an bestimmten Punkten? Da müssen wir hin, zur Tankstelle. Oder kann ich das erst machen, wenn ich da gewesen bin? Ein Signal platzieren. Was ist das denn? Hier geht's nicht. Ach so, ein Zwischenwegpunkt. Dann heißt es wirklich hinfahren, oh Gott. Also ich drehe mich noch um 90 Grad nach links und da ist die Straße, genau. Sieht man ja auch auf der Karte. Ach, armer kleiner Heli, das wollte ich nicht. Ach, wir sind sogar direkt an der Straße umgekommen. Das ist die Straße. Das ist ein Wanderweg. Dann das nächste dickere, da hinten ist auch was rot. Was ist denn das Rote da? Die Abzweigung auf die Straße, um zur Mission zu kommen. Ich habe keine Ausdauer mehr, ich kann nicht mehr rennen. Jo, der Weg auf die erste kleine Straße. Hinten ist was Fahrbares, ist schön. Wer schwätzt denn hier so? Ach, da ist wieder jemand. Ich glaub, unsere Waffen verängstigen sie. Na, dann sind wir mal lieb. Es tut mir leid um Agent Sandoval, aber der Typ war irre. Seine Eier hingen bis zum Knie, so groß waren die. 6 Jahre undercover, das ist brutal. Was muss der alles Böses getan haben, um Suenios rechte Hand zu werden? Er chauffiert den Typ nicht nur rum. Sandoval versteckt Leichen und stellt sicher, dass die Kokainlieferungen die Straße erreichen. Tut den Leuten, die er eigentlich schützen soll, Schlimmes an. Das macht mir Angst. Wie ist er so lange damit klargekommen? Naja, er ist tot. Also ist das wohl nicht. Dann mal los. Also der erste Eindruck bisher macht Spaß. Wenn ich dann auch mal mehr in das Lautlose einsteige, macht's vielleicht noch mehr Spaß. Sehr genau mein Ding. Heimlich, still und leise, wenn sein muss, auch rumballern. Oh, hier ist was Böses. Geht weg. Ach, hier oben ist wieder die Stauecke. Ich überhole, Achtung. 2,3 Kilometer noch. Ich habe mir etwas anderes markiert. Aber das ist ja gar nicht so schlimm. Ich überhole jetzt mal rechts. Wo geht's lang? Links. Da hocken die einfach am Straßenrand und bauen einen Kühlschrank zusammen. Stoppen und markieren sie den Santa Blanca Konvoi. Oh, ich glaube, ich habe einen anderen Konvoi gestoppt. Aber das Licht ist noch ganz. Ein Glück. Werde ich schlechter gesehen, wenn ich es aus habe? Also von den Kollegen hier, haben die uns vielleicht auch gegebenenfalls mal? Also Licht aus ist ja gut, wenn man verfolgt wird. Mir gefällt es aber nicht, dass ich keine Hupe habe. Ich brauche doch eine Hupe, hallo? Flamme der Rebellion hieß das. Genau. Oh, dem fällt schon... okay, dem fällt doch kein Licht. Und hier ist wieder der Vorposten, das gleiche Ding. Ja, da sind wir schon mal durch. Da bin ich ja abgebogen, mit so einer ähnlichen Schüssel. Ich fahr jetzt mal nicht gehört ein, da ist eine Mauer. Ach, schade. Ich mach's trotzdem, aber... Oh, da ist in die Luft geflogen. Oh, da hinten sieht man sogar die anderen Fahrzeuge rumfahren. Ist das cool, ey. Das ist wieder so ein Geländewagen, der kann mehr als das Motorrad. Kippt aber auch gar nicht um, ne? Oh, Kacke. Ja. Der geht gleich mal sein Licht kaputt.
Und unseres ist angeblich auch kaputt, aber das Spiel meint nein. Ach komm, ich fahr wieder querfeldein, das Ding kann das. Okay, er hängt doch mal am Stein fest. Immer noch beide Lichter an. Oh! Schaut mal, wie der hier durchkommt. Also das Motorrad hätte das nie geschafft. Hier seht mal. Was für ein Geländewagen. Ein Wolf im Schafspelz. Ah, Zaun. Oh, wir müssen hier runter. Naja. Nichts leichter als das. Hier unten geht's auch weiter. Okay, die Wagen hier können gar nicht umkippen. Bin ich fest von überzeugt. 1,5 Kilometer noch. Oh. Ah, Vorsicht. Oh. Oh. Na, zeigt der Wagen wieder, was er kann. Nämlich nicht umfallen. Und die Lichter sind immer noch an. Boah, was für ein Geländewagen. Und das meine ich eben mit Fahrphysik. Der Wagen, der macht Sachen, die man ihm gar nicht zutraut. Oh, Silvester, geil. Hingucken. Das war bloß eine Leuchtrakete. Was hat die denn zu bedeuten? War die von den Unidad? Hm. Oh. Dann fahren wir halt durch den Fluss. Nein! Ach, Kacke. Oh, oh. Oh, was der hier hochfahren kann. Das hätte das Motorrad auch nie geschafft. Geile Karre. Was ist denn hier passiert? Also hier gibt es wieder so viel zu entdecken oder zu erleben. Ähnlich wie bei Far Cry, das ist schön. Ich fahre hier einfach querfeldein mit einem komischen Brotkasten. Mit einem Kasten Brot und die kommt über jeden Stein drüber. Schaut mal, er bleibt mal kurz hängen, aber es geht sofort weiter. Cooles Teil. Man braucht gar keine Supersportflitzer oder Buggies. Nee, reicht schon so ein kleiner Hubbel. Was ist da denn? Bastardos. Sieh ein ausgebranntes Auto und Leichen. Sehen die wie Rebellen aus? Aufpassen, in der Gegend sind Kartell-Sikarios unterwegs. Ach, da hängt einer. Oh. Den habe ich jetzt gar nicht wahrgenommen. Aber warum ist denn das so beleuchtet? Soll das ein Zeichen sein? Seht mal. Was denen zugestoßen ist, das kann jeden von euch zustoßen. 600 Meter noch, das schaffen wir. Oder links ist jemand auch mitten in der Pampa, wobei da könnte ein kleiner weg sein, ne? Der Wagen ist spitze. Bums, die Rumpel, die Bum, Bum, Bum. So, so langsam sind wir beim Konvoi angekommen. Zum Glück hält unser Wagen noch was aus. Gibt es hier eigentlich Schadenssimulation? Kann der Wagen irgendwann in die Luft fliegen? Na, wir sollen den Konvoi aufhalten. Der wird bestimmt beschützt. Oh, Zustand. Toll. Das kriegen wir schon hin. Oh, das sind auch nicht die Unidads. Oh, oh. Toll. Die haben sogar lila Licht, hä? Dann hier. Feuer frei. Alles klar. Feuer frei. Feuer. Oh, oh. Fahr mal kurz runter, ich habe Schüsse bekommen. Ich bin der Fahrer, ich muss überleben. Wir kommen gleich wieder hoch. Wir fahren vor dem wieder auf die Straße und blockieren die damit. Wenn da die Straße langfahren würde, wo ich langfahre. Schade. Oh, jetzt geben sie Gas, hä? Ne, okay, ich hol weiter auf. Tot machen. Los. Oh, die anderen um uns herum, die werden jetzt wohl auch alarminiert. Macht ihr die auch tot? Da jetzt den vor uns noch. Zustand ist noch in Ordnung. Boah, die Kugeln, wie die hier flitzen, sieht cool aus. Hier, da, tot machen jetzt. Yeah, okay, die Wagen gehen wirklich kaputt. Dann den vorausfahrenden erstmal. Entschuldigung. Ach, da hängt auch einer am Fenster. Unser Wagen qualmt scheiße. Macht's. Nicht neben uns hochgehen. Nicht zerstören.
Der ist doch kaputt. Okay, wir sollen ihn bloß markieren. Wie markiert man denn ihn? Toll. Varos? Hier, Nachschub. Wagen gesichert. Kataris Leute sind unterwegs, um das Zeug zu holen. Bis die da sind, ist das Zeug in die Luft geflogen. Oh, hier ist noch jemand. Hör auf zu leben. Ich weiß zwar nicht, ob es ein Feind war, aber er war rot markiert. Also, böse. Gut, hätten wir das dann mal auf die Karte geschaut. Aufklärungsdaten, kann ich noch nicht zu den beiden hin, so Juri und Polito. Da, Flamme der Rebellion. Nochmal. Okay, machen wir es halt nochmal. Aber wir bräuchten einen anderen Wagen. Halt! Einführung Konvois. Konvois transportieren große Mengen Nachschub. Rammen Sie ein Feindfahrzeug oder töten Sie den Fahrer, um es zum Stehen zu bringen. Markieren Sie den Nachschub des Haupttrucks. Halt, stehen geblieben. Nicht umfahren. Aussteigen. Sehr nett. Ah, da passen vier rein. Okay. Wobei, ich will jetzt mal wissen, wie die fahren. Moment. Nein, ich fahre nicht. Kommt mal her. Passagier. Hallo. Sichtwechsel. Kann ich auch nach vorne? Nee. Leute, guckt den euch nicht an. Hallo, hierher kommen. Schussposition. Ja, rauslehnen, verlassen. Ich will, dass wir jetzt weiterfahren. Hallo. Ich schau mal kurz nach. Wie kann man den Leuten denn was sagen? Einstellungen, Steuerung. Auch interessant, Fahrzeugsteuerungsschema und da blendet mein Gamepad ein, wo ich gar keins angeschlossen habe. Meine ich schon mal runtergestellt zu haben? Hat sich ja bisher nicht schlecht spielen lassen. Klick. Sichtempfindlichkeit. Wo gibt's hier Tastenbelegung? Annehmen zurück. Ich nehme erstmal anwenden, ist F. Nein. Einstellung. Tastatur und Maussteuerung. Ach, okay. Oh. Simultanschuss ist Q. Befehlsrad-Tab. Ach so, habe ich das nicht schon mal gedrückt? Ich meine, das habe ich schon mal gedrückt. Ja, kommt nix. Toll. Dann steige ich aus und fahre selbst. Leute, jetzt einsteigen, hier kommt's. Und Radio aus. Du fährst das Ding besser nicht. Meinst mich? Ging doch bisher super aus. Wie die da wieder stehen. Tschüss. Aua. Würden... Wie sie gleich schießen. Oh, die Fahrzeugsteuerung ist ja echt besonders. Würden... Die... Mark, hier Nomad. Der Konvoi ist sicher. Gracias, amigo. Meine Leute können die Vorräte gut gebrauchen. Meine Leute suchen nach La Yuri und El Polito. Doch in der Zwischenzeit könnt ihr noch etwas für uns tun. Ich habe eine Rede an das Volk vorbereitet. Einen Ruf zu den Waffen, den wir von Itaco aus senden wollen. Santa Blanca wird Truppen losschicken, um die Übertragung zu unterbinden. Das ist mein Problem. Ich brauche zuverlässige Leute, die eine Sendeanlage finden und sie während der Sendung schützen. Okay, Katari. Machen wir. Würden die Leute von Katari da ankommen, wenn wir lang genug am Konvoi warten würden? Fragezeichen? Okay, die suchen noch nach den beiden. Die sind zwar hier im Lande, aber man weiß nicht wo, weil die schon länger gefragt sind. Na, dann lassen wir weiter suchen und wir kümmern uns erstmal um anderen Kram. Ja. Die Drohne ist oben. Die Nacht wird uns noch Schutz geben, deswegen erstmal nachschauen. Ich sehe zwar kaum was, aber die Drohne, die hilft uns. Ist da jemand daneben vielleicht? Nein. Nix und niemand. Hier ist doch bestimmt noch der ein oder andere. Batterie noch zur Hälfte gefüllt. Ein Kollege. Hey,
Kartellschütze. Wo hast du sie? Bei den Ruinen. Wo? Wo ist denn das? Da, Ruinen, Kartellschütze, den ich gerade schon markiert habe. Cooldown. Stichwort. Werde ich machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, macht's gut. Und ciao, tschüss.